Glamour und schwere Themen. Auf den roten Teppich der Berlinale kommt seit jeher beides. Kaum ein Filmfestival gibt sich bewusst so politisch wie dieses. Und es wird auch bei der nun 73. Ausgabe, die am Abend eröffnet wurde, wohl nicht anders sein. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine oder den umfangreichen Protesten gegen das iranische Regime dürfte es in diesem Jahr aber ein besonders komplizierter Spagat sein, die Krisen der Welt aufzugreifen und dennoch gleichzeitig glänzende Bilder der feiernden Filmbranche zu zeigen. Womit die Berlinale in den kommenden 10 Tagen so begeistern will, Ole Hilgard berichtet. Sie sind nur ein kleines Symbol, doch sollen ein großes Zeichen setzen. Die Berlinale Bären als Ansteckpin in den ukrainischen Nationalfarben setzen schon am Eröffnungstag den Ton. Und auch eine Protestaktion gegen das iranische Regime zeigt, selten waren die Filmfestspiele so stark von den Krisen der Welt geprägt. Man fühlt sich schon auch damit beschäftigt und wir werden diesen Themen auch Aufmerksamkeit geben. Wir werden einen roten Teppich für die Ukraine, einen roten Teppich für den Iran haben. Wir haben jetzt auch aufgerufen, nochmal zu spenden für die Opfer des Erdbebens. Also das sind Themen, die wir mitnehmen, aber wir denken, dass wir sie im Festival auch gut präsentieren können. Und das auch gleich bei der Eröffnungsfeier. In einer Videoschalte richtet sich der ukrainische Präsident direkt ans Publikum. Als Mittel gegen Ohnmacht, so sieht es US-Schauspielerin und Jurypräsidentin Kristen Stewart. Es ist die Aufgabe eines Künstlers, ekelhafte und schlimme Themen aufzugreifen, sie zu verarbeiten und in etwas Schöneres zu verwandeln. Wir leben in einer Zeit, in der wir nur reagieren können. Wir sind in einem emotionalen Schleudertrauma. Die Berlinale so viele Filme eingeladen hat aus dem Iran und aus der Ukraine, sodass wir uns austauschen können, sodass das Gespräch nicht verebbt und dass wir laut werden können. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. Die Gelegenheit dazu gibt es bis nächste Woche Sonntag rund um die insgesamt 287 Filme der diesjährigen Berlinale. Nee, was war das denn früher ein supergeile Zick? Also für alle Nicht-Kölner eine supergeile Zeit. Dieser Hit der Kölner Band Brings klang in den Ohren der Karnevalisten wohl selten so melancholisch war wie in den vergangenen 2 Jahren, in denen Umzüge, Prunksitzungen und Feiern entweder ganz ausfielen oder nur mit einer Menge Einschränkungen stattfinden konnten. Doch dieses Jahr ist wieder alles wie früher, wie vor der Pandemie. Erstmals wieder ohne Corona-Auflagen beim Straßenkarneval, der heute an Altweiber startete. Caroline Hoffmann hat sich in Köln mitten ins Getümmel gestürzt. Die Feierlaune ungebrochen. In den Straßen der Kölner Südstadt wird immer noch getanzt. Seit mittags sind viele schon unterwegs, auch Andreas Schmitz. Seitdem tingeln wir hier ein bisschen rum und genießen es, unter Leuten zu sein. Einfach ein schönes Miteinander. Jetzt drängen er und alle anderen hier in die Kneipen. Endlich wieder feiern ohne Corona-Regeln. Es ist schon schön, dass man wieder so befreit miteinander jetzt hier Spaß haben kann. Tut schon gut, ich glaube, das merkt man auch. Lass es alle sehr genießen. Am Vormittag ging es am Kölner Altermarkt los. 3, 2, 1. Pünktlich um 11.11 Uhr eröffnet der Prinz den Straßenkarneval. Der Andrang riesig. In Köln feiern Zehntausende ausgelassen. Ich finde es ganz toll, dass der Karneval jetzt wieder lebt. Rheinische Tradition, kölsche Tradition. Das Wetter hat mitgespielt, schöner kann es doch gar nicht sein. Besonders das Viertel um die Zülpicher Straße füllt sich schnell. Kurz vor Mittag muss die Partymeile gesperrt werden. Doch was zählt? Einfach mal die Sorgen der letzten Zeit vergessen. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren alle viel einstecken müssen. Und das ist für mich einfach mega, mega schön, also dass ich jetzt endlich wieder seit 2020 mal wieder feiern kann. Hier sind vor allem die jungen Jecken unterwegs. Wer nicht mehr reinkommt, wird auf die nahegelegene Universitätswiese umgeleitet. Die Stadt veranstaltet eine Ersatzparty. Platz gibt es für mehrere 10.000 Feiernde. Am Abend in der Kölner Südstadt wollen die Schlangen vor den Kneipen einfach nicht kleiner werden. Singen und tanzen bis in die Morgenstunden. Und manch einer hat auch noch ganz andere Pläne. Ich hoffe, dass ich bei einer hübschen Frau zu Hause ende. Wenn's heute nicht klappt, bis Aschermittwoch ist ja noch Zeit.